Sie ist eine der beliebtesten und doch am kontroversesten diskutierten Bibelfiguren. War sie eine ehemalige Prostituierte? Welche 7 Dämonen quälten sie? War sie nur eine treue Anhängerin Jesu? Oder wie kürzlich behauptet, seine Frau? Was über diese geheimnisvolle Anhängerin von Jesus ist wahr? Die Geschichte von Maria Magdalena. Es heißt, Maria Magdalena war von 7 Dämonen besessen. Es muss etwas sehr Ernstes gewesen sein, denn die Zahl 7 ist eine Zahl der Gesamtheit. 7 Dämonen bedeutet, dass sie enorm unter etwas litt. In der frühen Kirchenlehre von Papst Gregor im 6. Jahrhundert werden die Dämonen, die Maria Magdalena quälten, mit Prostitution gleichgesetzt. Wenn es um Prostitution geht, wird in der Bibel kein Blatt vor den Mund genommen. Warum sollten wir das also annehmen? Interessanterweise wird Maria Magdalena in der orthodoxen Welt, im östlichen Christentum, nie als ehemalige Prostituierte oder Sünderin gesehen. Es gab früher kein Wissen über Bakterien und Keime, die vielleicht physische, emotionale, psychische oder spirituelle Krankheiten auslösen können. Es wurde angenommen, dass jede Krankheit von einem Dämon hervorgerufen wurde. Ich versuche die Aussage, dass Maria von 7 Dämonen besessen war, einmal in die Sprache des 21. Jahrhunderts zu übersetzen. Egal, ob es sich um einen mentalen, emotionalen, spirituellen oder körperlichen Zusammenbruch gehandelt hat, sie war am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens angekommen. Und als sie auf Jesus aus Nazareth trifft, heilt dieser sie in ihrer Gesamtheit. Anichula. Bei der Beschreibung von Maria Magdalena müssen wir daher viel korrigieren. Die westliche Kirche hat Maria Magdalena jahrhundertelang fehlinterpretiert. Sie stellt sie normalerweise als junge Frau, eine Art Groupie von Jesus dar, die ein unmoralisches Leben geführt hat. Damit tun wir der Person, die von Lukas beschrieben wird, aber Unrecht. Wir sollten nicht annehmen, dass sie arm und sittenlos war, sondern dass sie alleinstehend war. Deshalb gab es in ihrem Leben keinen Mann. Dadurch wäre sie gesellschaftlich ausgegrenzt. Ich denke, das käme der Wahrheit näher. Maria Magdalena ist vielleicht die interessanteste Frau des Evangeliums, weil sie ohne Familie beschrieben wird. Wir wissen nicht, ob sie einen Mann hatte oder Kinder. Die Gesellschaft war damals sehr patriarchalisch. Frauen hatten keine Entscheidungsfreiheit. Alles wurde von ihren Männern, Vätern, Söhnen und Brüdern entschieden. Maria Magdalena scheint aber unabhängig zu leben. Es heißt, zusammen mit 2 anderen Frauen stellte sie die finanziellen Mittel, um Jesus das Leben als Wanderprediger zu ermöglichen, ohne sich Sorgen um Nahrung und Ausrüstung machen zu müssen. Maria wird nicht über den Namen ihres Vaters oder Sohnes identifiziert. Stattdessen wird als Beiname ihr Herkunftsort genannt, Maria von Magdala. Wir können also davon ausgehen, dass sie eine reife Frau ist, die finanziell und zeitlich unabhängig ist und die Jesus aus freiem Willen folgt.
Wir müssen verstehen, was Lukas wirklich sagt. Eine professionelle, reife Frau, die Jesus finanziell unterstützt und die der frühen Jesusbewegung als Diakoneko, als Diakon dient. Indem Jesus sich ihr zuwendet und sie als Mitglied seiner Anhängerschaft willkommen heißt, um zu seinen Füßen seine Lehren zu hören, erweist er ihr eine enorme Ehre. Es ist revolutionär, dass Jesus Maria Magdalena und Frauen generell in seinen inneren Kreis aufnimmt, obwohl die 12 Jünger, wie damals üblich, alle Männer waren. Er ist bereit, sie wie einen seiner männlichen Jünger zu behandeln. Und das deutet einen Gleichheitsgedanken in der frühen Jesusbewegung an. Wie man später in der Apostelgeschichte und einigen der Briefe des Paulus sehen kann, hatten Frauen in der Kirche Führungsrollen inne. Deshalb kann Paulus später sagen, in Christus gibt es weder Mann noch Frau. Das ist revolutionär und es setzt eine Veränderung von Vorstellungen in Gang, die im Laufe der Zeit zu Gesetzen und Sitten zum Schutz von Frauen und Kindern führen. Und letztendlich wird daraus die Gleichberechtigung wachsen, die wir in unserer Gesellschaft heute sehen. Die Wurzeln dazu liegen bei Jesus, der über ethnische Grenzen und Geschlechtergrenzen hinweggesehen hat. Jesus hat diese versteinerten Strukturen durchbrochen. Er gab sich mit Ausgestoßenen ab. Er erlaubte Frauen in den Kreis seiner Anhänger und lehrte sie. Wenn jemand zu Jesu Zeiten weibliche Schüler hatte, dann war er, gelinde gesagt, nicht normal. Es ist die Besonderheit des Lukas-Evangeliums, immer wieder die Balance zwischen Mann und Frau zu suchen. Jede männliche Geschichte hat auch eine weibliche Geschichte. Wie die Verkündigung an Maria, gibt es die Verkündigung an Zacharias. Es gibt die Heilung des Mannes in der Synagoge und die Heilung der Mutter des Petrus. Alles ist im Gleichgewicht. Das Lukas-Evangelium ist wohl das feministischste aller Evangelien. Es erlaubt Jesus auch, wirklich mitfühlend zu sein. Nicht nur gegenüber den Armen und Ausgeschlossenen, sondern auch Frauen gegenüber. Ich denke, der Höhepunkt dessen ist, dass Maria Magdalena die wichtigste Verkünderin von Jesu Botschaft ist. Lange haben Gelehrte sich mit der Identität der Maria, die Jesus salbt, aus der Lukas-Geschichte, auseinandergesetzt. Maria Magdalena ist die wichtigste weibliche Zeugin der Auferstehung Christi und ist die führende weibliche Anhängerin. Wenn Lukas eine Geschichte über eine Frau erzählt, die Jesus Füße salbt und mit ihrem Haar trocknet, ohne ihren Namen zu erwähnen, dann nimmt er der Geschichte damit die Kraft. Wäre diese Frau tatsächlich Maria Magdalena gewesen, dann hätte er geschrieben, dies ist eine Geschichte über Maria Magdalena. Er tut das nicht, weil es sich einfach nicht um Maria Magdalena handelt. Die Botschaft heißt, Jesus zu erkennen, während er lebt. Dass er das zukünftige Opfer sein wird. Dass er der gekreuzigte Körper sein wird, der behandelt werden soll, der verehrt werden soll. So, this story is significant. Diese Geschichte ist so wichtig, weil sie zeigt, dass keiner an diesem Tisch wirklich weiß, wer Jesus ist. Das lässt Jesus allein dastehen. Und in dieser sehr männlichen Gesellschaft verstehen die Menschen nicht, was hier passiert. Dafür benötigt man eine Außenstehende, eine Frau, eine Sünderin, wie sie in manchen Evangelien genannt wird, die kommt und erkennt, was hier passiert. Diese Art Text ist in der Antike extrem selten. Die Aussage, dass seine gesamte Gefolgschaft, die an der Festlichkeit teilnimmt, eigentlich blind ist. Sie ist die einzig sehende Person. Ihre Aufgabe liegt daher nicht im Wort. Man erinnert sich nicht an ihre Worte, aber ihre Tat ist bekannt. Manche meinen, dass Jesus und Maria Magdalena mehr als eine Lehrer-Schüler-Beziehung hatten, dass sie geheiratet hätten.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Maria Magdalena die Frau Jesu wurde. Ich glaube aber, es gibt eher Gegenbeweise. Der Apostel Paulus erklärt im 1. Korintherbrief zum Beispiel in einer rhetorischen Frage, dass er und Barnabas ledig seien. Er wirft da einfach einen Satz in den Raum. Haben Barnabas und ich nicht auch das Recht, von Frauen begleitet zu werden, wie die Brüder des Herrn und wie Petrus und die anderen Apostel? Das ist deshalb wichtig, weil er Jesus dabei nicht erwähnt. Er kann nicht fragen, habe ich nicht, wie der Herr, auch das Recht auf eine Frau? Denn der Herr hatte keine Frau. Er kann daher nur anführen, wie die Brüder des Herrn oder Petrus oder die anderen Apostel. Es gibt keinen historischen Beweis dafür, der verlässlich, glaubhaft oder alt genug ist, dass Jesus mit Maria Magdalena oder einer anderen Frau verheiratet war. Wäre er es gewesen, dann wäre das kein Geheimnis geblieben. Eine Frau wäre gefeiert worden und Gesprächsthema gewesen, aber er hatte keine Frau. Als Jesus später von den Pharisäern verhaftet wird, wird er den Römern für den Prozess übergeben. Nachdem Pontius Pilatus Jesus zum Tod verurteilt hat, wird er abgeführt, geschlagen und gekreuzigt. Maria Magdalena wird hier wieder von den Evangelisten erwähnt. Sie war vielleicht zusammen mit seiner Mutter Zeugin seiner Auspeitschung. Jesus bedeutet ihr sehr viel. Er hat ihr Leben verändert, hat ihr Respekt entgegengebracht. Sie saß mit den Jüngern zu seinen Füßen, lernte von ihm. Und jetzt wird er so gedemütigt. Ich glaube, sie kam so nah wie maximal erlaubt heran. Vielleicht hoffte sie auf ein Wunder, auf eine himmlische Intervention oder Ähnliches. Now. Dann findet die Kreuzigung statt. Das jüdische Volk quält es, eine Kreuzigung direkt vor dem heiligsten Tag ansehen zu müssen. Die Menschen gehen nach Hause. Ihre Vorstellung vom Messias ist zerstört. Am dritten Tag nach der Kreuzigung ging Maria Magdalena zum Grab, um traditionelle Bestattungskräuter für den Körper Jesu zu bringen.
Als Maria am Ostermorgen das Grab Jesu leer vorfindet, ist ihr erster Gedanke nicht die Auferstehung. Im Gegenteil, sie wird von Trauer überwältigt. Ein Engel im Grab sagt ihr, dass sie sich nicht fürchten muss. Sie berichtet den Jüngern, dass der Leichnam gestohlen wurde und kehrt in Panik zum Grab zurück. מרים. רבי. אל תיקי בי, לא עליתי. כי עדיין לא עליתי על אבי. לכי על חכים וספרי לכם שאני עולה אל אבי ואביכם, אל אלוהי ואלוהיכם. Und dieser wundervolle Augenblick erzählt von der engen Beziehung im Leben der Maria. Wie sie Heilung erfuhr, als sie zerbrochen war. Wie sie ihr Leben dem Dienst an Gott widmete. Aus Liebe zu Jesus und für das, was er für sie getan hatte. Und wie diese Beziehung auch seinen Tod überdauerte, indem er sie beim Namen ruft und sie seine Stimme wiedererkennt. Die Schande des frühen Christentums, dass es Frauen waren, die das leere Grab gefunden hatten, spricht für die Wahrhaftigkeit, mit der die Evangelisten das Auffinden des Grabes beschreiben. Dass die Kirche also zugibt, dass die Zeugen des leeren Grabes Frauen waren, zeigt, wie wahrheitsgetreu sie bei der Wiedergabe des Geschehens waren. In Judaism, women are not counted. Im Judentum werden Frauen vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Sie können nicht aussagen. Ihre Aussage zählt so viel wie die eines Idioten oder eines Kindes, um es einfach darzustellen. Und in diesem Text aus dem ersten Jahrhundert wird behauptet, dass diese wichtigste aller Tatsachen von einer Frau bezeugt wird. In allen Evangelien wird sie als die beschrieben, die den auferstandenen Christus sieht und anderen darüber Zeugnis ablegt. Wo andere den Glauben verlieren, glaubt sie. Das wirft bei Gelehrten die Frage auf, wer war eigentlich Urheber des Glaubens an die Auferstehung? Wo hatte dieser seinen Anfang? Und wenn alle Evangelien übereinstimmen und die Quelle aus dem ersten Jahrhundert stammt, dass keine Zeit der Frauenrechte war, dann heißt das, dass diese Botschaft unter den weiblichen Anhängern Jesu ihren Anfang nahm. Und eine sehr bedeutende Führungsperson dieser Gruppe war Maria Magdalena. Alle Evangelien sagen, dass sie es war. Dies ist ein Fall, bei dem Frauen die Schrift beeinflussen, die die Theologie beeinflusst, die die Geschichte beeinflusst. Nach der Entstehung der Frühkirche bleiben viele Fragen unbeantwortet, wie es mit Maria Magdalena denn weiterging. Wir wissen nicht, was mit Maria passiert ist. Die Apostelgeschichte erzählt nichts darüber. Es steht auch nichts darin, was die meisten anderen Jünger getan haben. Die Abwesenheit von Informationen über Maria bedeutet aber nicht, dass sie nichts gemacht hat. Ich glaube, dass sie in dieser Gemeinschaft gelebt hat, der Apostelgemeinschaft, und dass sie auch bei der Ausgießung des Heiligen Geistes anwesend war. Wahrscheinlich hatte sie weiterhin eine Führungsrolle, vielleicht als Evangelistin oder als Leiterin einer Hauskirche. Doch egal, ob sie nach Ägypten oder Frankreich oder Indien gegangen ist, wir wissen es nicht. Jesus akzeptierte Frauen als Jünger. Und ich denke, Maria Magdalena gehörte zu diesem inneren Kreis, der mit Jesus die Vision seiner Predigten vom himmlischen Königreich teilte und der gespannt darauf wartete, was Gott in den Herzen jedes einzelnen Gläubigen bewirken würde.
Und so steigt sie von der untersten Stufe der jüdischen Gesellschaft auf und wird die Zeugin der Auferstehung. Sie wechselt von einer erniedrigenden Position in eine ziemlich erhabene Position. Das finde ich ganz erstaunlich. Sie ist eine wirklich interessante Figur. Für mich ist Maria Magdalena das inspirierende Beispiel einer Person, die all ihre Mittel in den Dienst von dem stellt, der sie geheilt und gerettet hat. Ich denke, eine der Lehren, die wir aus dem Leben von Maria von Magdala ziehen können, ist, dass sogar jemand mit einer sehr schwierigen Vergangenheit als Jünger Jesu etwas vollbringen und etwas werden kann. Für Gott ist sie wertvoll. Sie wird sogar Teil der größten Geschichte, die je erzählt wurde. Und das aufgrund ihrer Liebe und ihres Glaubens.